Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Da ich mehrere Formate habe, also Let's Play Formate im Bereich von Adventure, sage ich mal, in die Richtung Simulation mit meinem Euro Truck Simulations Let's Play, dachte ich mir, wir machen auch mal eins fürs Nachdenken, so ein bisschen rätseltechnisch was, und da habe ich mir dieses hier zugelegt, und zwar The Witness. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ein bisschen schnell finde ich das. Okay, wir klicken mal hier drauf. Okay. Also das sind die Rätsel. Das ist eins von diesen Rätseln. Da ist das nächste. Ich stelle mal kurz die Maus ein. Oh, deutlich besser. Also man muss die wirklich nur minimal verstellen, damit man eine Änderung hat. So, das gleiche hier auch nochmal. Bei dem Punkt beginnen. Schön. So, wir sind jetzt... Wow. Schön. Sehr, sehr schön, sehr liebevoll gestaltet sieht das aus. Das Spiel ist mittlerweile 1,5 Jahre alt. Anfang 2016, und wir sind hier schon beim nächsten. Und wir müssen wahrscheinlich mit zu diesen Nasen. Sehr schön. Wir folgen dem ganzen mal. Ich hoffe, es laggt nicht allzu stark. Sollte aber eigentlich nicht laggen. Hier ist auch wieder eins. Aber hier ist wieder die Nase, also da müssen wir wahrscheinlich dann wieder hin. Okay. Machen wir das doch mal easy going. So, sehr schön. Jetzt geht's hier rein und wir haben hier das nächste Rätsel. Hier geht's also dann... Okay. Dann machen wir das Rätsel erstmal. Wir haben hier wieder eine Nase da oben. Da müssen wir jetzt wieder irgendwie hinkommen. Ich habe auch schon den Weg gefunden. Hat man einen schnellen Überblick drüber. So, genau, das ist das Kabel, was da entlang geht. Dann gehen wir da mal her oder hin oder sonst was. Und wir sehen ein großes Gitternetz. Und hier hat sich eine Klappe geöffnet. Schauen wir doch mal, wo die Klappe hinführt. Es leckt so ein bisschen. Aber ich möchte die Grafik nicht runterstellen. Weil sieht gerade so schön aus. Machen wir gucken mal. Wir nehmen jetzt erstmal das vereinzelte Kabel hier. Rennen wir mal eben hin. Hihihi. Sind ja schnell unterwegs. Ah, ist es ja schon. Wir haben zwei Punkte. Ich nehme einfach mal den hier. Und da müssen... Da komme ich nicht weiter. Ich sehe es schon, kommen überall hier ist zu. Und hier sieht es auch nicht viel besser aus. Also müssen wir mit dem dahin kommen. Da ist alles zu. Hier kann ich hoch. Da, ach du Heilige, da hinten muss ich ja. Dahin, dahin, dahin. Sehr schön. Jetzt hat sich das Ding, zweite Ding auch geöffnet. Dann gucken wir mal ganz kurz nach der letzten Leitung. Die ist hier. So, die führt da über die Mauer, alles klar. Müssen wir also außen einmal rum. Und zwar hier ist ein kleiner Durchgang. Aha. Oh, eine kaum. Ich dachte, es wären Wichsflecken, aber es ist doch nur die Sonne, die durch diesen wunderschönen kleinen Baum scheint. Schönes Muster haben die hier auf den Kissen. Also diese... Nicht das Muster da und da. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, wir haben hier eins mit zwei Ausgängen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier unten entlang, weil das führt ja dann zum Tor. Wir müssen also von hier... Ich sehe, hier hinten ist schon kein Durchgang, also hier in dem Bereich. Müssen wir also nach oben hin. Da ist auch kein Durchgang, müssen wir hier entlang... Hier möchte ich gleich hin.
wenn das funktioniert, was ich vorhabe. So, ich habe jetzt hier das hier geöffnet, also das Tor müsste jetzt frei sein. So, dann können wir hier also durch. Und wir machen das mal eben ganz schnell. So, ich mache jetzt aber eben hinten das Ganze auf den anderen Pin. Also wir haben ja da zwei Ausgänge gehabt. Der eine führt ja oben über die Mauer. Weil ich nicht weiß, ob wir das vielleicht später mal brauchen könnten, können, sollten, sonst was. Weg ist ja ganz einfach, da haben wir den ja gerade schon theoretisch fertig gehabt. Na komm. Hier mal hier entlang, da entlang, da oben entlang und da. Jetzt hat sich halt der beendet. Das Tor haben wir aber schon frei, das dürfte eigentlich frei bleiben. Ja, ich glaube, ich habe es gerade schon frei gesehen. Genau, es bleibt frei. Ist halt nur das Ding, was sich sperrt. Dann können wir ja weitergehen. Und lieblich gestaltete Natur. Shift. Ja, da rennt man, ja gut. Rest haben wir schon alles gefunden, also wir können uns hier frei bewegen. Alles klar. Dann schauen wir mal. Da geht es dann wahrscheinlich weiter. Und wir schauen uns die wunderbare Welt an. Bis aufs Meer hinaus können wir schauen. Und es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir haben da oben so einen Turm. Ob man dahin kommt, weiß ich nicht. Das werden wir auf jeden Fall auch noch herausfinden. Sehen hier viel wassertechnisch. Also hier so eine Boje. Sehen da so ein paar Fenster oder sowas. Und da vielleicht da. Könnte sowas wie ähnliches wie so ein kleines Dorf oder so sein. Wir schauen uns das auf jeden Fall noch an. Hinten sieht es auch noch großtechnisch aus. Da ist bestimmt auch noch ein bisschen was. Hier ist eine Tür, können wir da rein? Ach du Heilige, was ist das denn? Ne, da können wir noch nicht rein. Da habe ich keine Ahnung von. Vielleicht gehen wir erstmal weiter. Aber so ganz geschmeidig. Wir lassen uns Zeit. Wir gehen mal ganz, ganz geschmeidig auf die nächsten Rätsel zu. Ach, schwarz-weiß. Das haben wir gerade schon gesehen. Alles klar, muss man die trennen? Ich trenne die jetzt einfach mal. Jo, muss man. Die bestimmt auch. Jo, ich bin gut, ich hab's raus. Na, machen wir mal so. Bombe, Bombe. Das dürfte auch noch gehen. Ast rein. Und das müssen wir wahrscheinlich dann so machen. Übrigens, das hier mache ich mit den Pfeiltasten, also nicht wundern. Das muss ich auch einzeln nehmen. Also hier außen rum und den weißen auch. Heidewitzka. Ah, das muss ich wieder so rumnehmen, genau. Das muss ich so rumnehmen und dann von oben. Und das ist das Letzte. So, müssen wir mal gucken. Wir können die Weißen gar nicht nehmen. Also, wir bauen uns immer so einen Weg ein. Das wird ja funktionieren, aber dann haben wir den Weißen da oben noch. Wir müssen jetzt also die Schwarzen aussperren. Sprich, wir nehmen den so mit rein. Gehen dann hier halt rum. Also, dass wir jetzt die Weißen und die Schwarzen wieder getrennt haben. Jo, das klappt perfekt. Was ist das? Sind da auch noch Rätsel? Jo, da sind auch noch welche. Die machen wir auf jeden Fall natürlich mit. Schwarze Punkte. Muss ich den irgendwie ausweichen? Ich nehme einfach mal beide mit. Weil die geleuchtet. Ah, okay, weil die geleuchtet haben. Dann schauen wir uns das doch mal an. Nee. So dürfte das klappen, genau. Das sieht ja ähnlich aus. Da müssen wir, da müssen wir, da müssen wir. Gehen wir dann hier am besten vor.
Ui. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwie, wenn wir hier oben hergehen, so müssen. Dann halt hier hinten rum. Ah, ja, genau, wie das andere ungefähr, ne? Ey, die sehen komplett identisch aus. Nur, dass hier halt ein Strich fehlt. Egal. 2 Punkte. 2, 2, 2. Den können wir nicht nehmen, da müssen wir durch. Geh ich mal stark von aus. Wir würden uns nämlich von hier aus. Können wir halt einen nur nehmen. Dann kommen wir an die anderen beiden gar nicht dran. Also an den würden wir beispielsweise nicht drankommen. Obwohl, wenn ich den oben nehme. Ne, dann kriegen wir einen von den beiden nicht mehr. Also müssen wir den hier nehmen. Ja, so genau. Oben rum, dann hier die beiden und jawohl. Das ist schon der letzte und damit haben wir drei. Hiermit würden wir uns eventuell die Kreuzung hier verbauen. Und hiermit kriegen wir einen nur von denen. Dementsprechend müssen wir hier beginnen. Jo, genau. Ich weiß, wie. So rum, bumm und da. Perfekt. Da wir das jetzt gelöst hatten, das waren, glaube ich, die wir auch gesehen hatten, schwarz-weiß und diese kleinen schwarzen Pünktchen, müssen wir hier auch das Ganze lösen können. Wird zwar wahrscheinlich sehr kompliziert, aber wir machen das mit dem Ausschlussverfahren, da ich sehe, hier sind mehrere Punkte. Den können wir nicht nehmen, also da würden wir uns hier diese Kreuzung verbauen. Wenn wir hier beginnen, können wir die nicht teilen. Genauso sieht es hier aus. Also hier müssen wir die dann da teilen und den, also sprich, wir müssen mit dem beginnen. Und wir müssen an einen der beiden Ausgänge kommen. Den werden wir nicht bekommen, sprich, wir müssen dahin. Wie macht man das am besten? Wir folgen mal, sag ich mal, so ein bisschen den schwarzen Punkten, genau. Ach, hier unten ist auch noch einer. Ich sehe gerade, die müssen wir trennen. Das wird also mit dem auch nicht funktionieren. Sprich, wir müssen von da bis da kommen. Also ich gehe mal hier entlang, hier, dann trennen wir hier schon mal. Den trennen wir, da gehen wir nach oben und trennen die mal oben weg. Dann müssen wir die weißen trennen, genau. Also die weißen müssen drin sein und die schwarzen außen. So machen wir das jetzt erstmal. Da müssen wir so rumkommen. Den nehmen und jetzt über die schwarzen drüber. Also sprich, die weißen sind jetzt drin in diesem Objekt, sage ich mal. Jawohl. Und die schwarzen kleinen Pünktchen haben wir allein gesammelt. Also sprich, wir können jetzt hier offen machen. Mal reinspazieren. Okay. Was ist das? Ah, okay, alles klar. Oh, sehr interessant gemacht. Was ist das denn wieder drauf? Eine Zeichnung. Eventuell brauchen wir die später noch. Also wir merken uns jetzt einfach mal, wie das hier aufgebaut ist. Wie so eine 3. Also wie so eine 3 kann man sich das vorstellen. Plus, minus. Die merken wir uns jetzt einfach mal und gehen einfach mal den Weg weiter. La la la. La la la. Schubdidu. Die haben wir ja schon gelöst hier. Dann gehen wir mal hier weiter. Das sieht auch nicht schlecht. Auch nicht interessant aus, genau. Das sieht auch nicht interessant aus. Das ist eine hässliche Ecke. Sie ist pink. Nein, sie sieht eigentlich ziemlich schön aus. Ich freue mich schon auf die Ecke. Was haben wir denn hier? Eine Maschine? Und die gucke ich mir aber jetzt nochmal genau an. Was zur Hölle soll das denn bitte gewesen sein? Sieht aus wie so ein Flug. Und das wie Anhänger. Oder so, also containermäßig. Wer weiß, was die damit gemacht haben. Aber hier, genau, hier ist der Weg. Wir gehen einfach mal hier weiter. Hier ist ja. Was ist denn hier? Kann man hier entlang gehen? Uah, nee, kann man nicht. Doch, da kann man hier drauf. Um einfach die Aussicht mal zu genießen, die hier ist. Ach, man kommt hier aufs Dach drauf.
Hallo. Ah, guck mal, unser Schatten. Kommen wir bestimmt. Oh, das sieht sehr instabil aus. Ah, hier komme ich also nicht weiter. Okay. Also sprich, wir können nicht runterfallen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, die Ecke. Das sieht auch interessant aus, also da oben. Cool. Hier mit den Steinen, mit den einzelnen Bäumen, die hier so über diese Wände wachsen. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und da ist der Startturm. Also einer von denen, die wir hatten. Hier gehen wir wahrscheinlich gleich als nächstes rein. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir gehen mal auf das Dach. Vielleicht finden wir hier noch was Interessantes. Nee. Ist auch nichts Interessantes. Also da kann ich auch nicht rein. Dann gehen wir wieder zurück. Ich dachte schon, das Spiel will uns so ein bisschen verwirren. Ist auch so leicht verwirrend, wenn da so Sachen sind, wo man hin kann, aber wo dann am Ende nichts ist. Vor allem nichts an Rätseln, ne? Müssen. Ah, alles klar. Ist ja hier ein reines Rätselspiel. Ist ja auch sehr interessant gemacht aus hier. Hier müssen wir runter, alles klar. Moos an der Wände. Und da haben wir schon das nächste Rätsel. 2 Punkte und 2 Anfänge. Was ein lauter Zaun. Alles klar. Okay. Sprich, wir haben jetzt immer 2. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Waren hier mal so hochintelligente Spezies unterwegs? Waren wir? Oder sind wir auf einem anderen Planeten gelandet, einem Rätselplaneten? Komisch, sieht irgendwie so ein bisschen creepy aus. So, wir haben hier wieder ein Rätsel. Da starten wir auch direkt rein. Da wir jetzt immer 2 Punkte haben, die wir gleichzeitig bedienen müssen. Alles klar, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier können wir nicht weiter wegen der rechten Seite. Sprich, wir müssen jetzt beide so führen, ohne problematisch da durchzukommen. Runter müssen wir hier hoch, müssen wir ja, da entlang, hinten rum, hier einen Schlenker machen und da wieder. Wow. Also hier kommen wir nach oben weg. Also das ist schon wieder langsamer von den Bewegungen her, weil das Rätsel kleiner ist. Also, es hat was mit den Rätseln zu tun, wie sich die Mausgeschwindigkeit verhält. Okay. Ach du heilige Scheiße, was zum Henker ist das? Wir nehmen einfach mal den. Den nach oben kommen wir schon nicht. Müssen wir also hier rum, da, da hinten. Da kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir also noch einen nach außen. Ein weiter zusammen. Hier müssen wir wieder rum. Also hier müssen wir gerade echt so gut wie nur auf die rechte Seite achten. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft beim Dieben. Was auch immer hier passiert mal. Es hat sich auf jeden Fall Richtung Dach nichts verändert. Machen wir einfach mal weiter. Wir folgen der grünen Linie. Und sie führt uns an diese Wand. So, wir starten also dann hier. Und jetzt sind sie gleichgesinnt. Sprich, wenn ich nach links gehe, geht der theoretisch von dem Punkt aus auch nach links, wenn wir das Ganze umdrehen würden. Also es wird schwieriger. So, wir können hier nicht gerade durch. Können hier oben durch, jetzt können wir abbiegen und jetzt können wir wieder abbiegen. Perfekt. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal hier. Hier runter können wir schon nicht. Wir müssen also nach hier. Da kommen wir auch nicht weiter, da müssen wir hin.
Dann müssen wir so um, genau. Anders hätte es nicht geklappt. Und es geht weiter. Ah, ein bisschen näher ran vielleicht. So, jetzt sind wir auch zentriert. Jetzt können wir besser wechseln. Lol, wie es runtergeht. Damit man den Rest da unten sieht. Warum auch immer. Naja, wir machen jetzt mal die weiter hier. Wir können theoretisch hier weiter. Da kommen wir nicht durch, okay. Na, keine Umwege machen. Da komme ich auch nicht durch. Was? Was willst du? Ah, hier müssen wir her, alles klar. So, jetzt komme ich da nicht weiter. Jetzt muss ich hier einmal. What the fuck? Müssen wir hier vorne rein? Hier. Dann hier rum. Da möchte ich da eigentlich abbiegen, das geht aber nicht. Da geht's auch nicht. Da müssen wir hier also einmal abbiegen. Ah, hier können wir gerade durch. Perfekt. Es verschiebt sich. Ich ahne hier Schlimmes. Also hier brauchen wir gar nicht erst anfangen. Wir gehen also direkt nach oben durch. Hier oben drüber können wir auch nichts anfangen, deswegen biegen wir hier ab. Und hier müssen wir nochmal abbiegen. So. Ach du Scheiße. Wir gehen hier oben ran, da kann ich besser manövrieren mit der Maus. So, wir müssen... Da geht es nicht weiter, Linien sind. Wir gehen also hoch, biegen jetzt einmal ab. Das sieht aus wie das letzte Rätsel irgendwie. Da sind wir dann hier zwei runtergegangen. Mussten hier auch nochmal einmal rum und konnten dann geradeaus. Das ist genau das Gleiche. Das ist alles das Gleiche, merke ich gerade. Die sind alle gleich, drei gleich. Nur, dass das hier, also das hier und das hier leicht verschoben sind. Hoppala. So, die Linie hat sich bewegt, ist angegangen. Und wie sie geht hier rüber? Schauen wir doch mal nach. Das leckt so ein bisschen, ne? Alter, das Grün hat was hier in der Natur. Es hat so ein bisschen was, dieser, ich sag mal, Neonstreifen. Aber generell, das ist einfach Hammer, diese Grafik. Also sieht einfach richtig geil aus, richtig nice, richtig abgefahren. Da gehen wir als nächstes hin, wenn wir hier oben durch sind. Und wir haben hier eine Rätsel. Mit schwarzen Punkten, das kennen wir doch. Die müssen wir also eins sammeln. Na gut, dass der Punkt da ist, dann kann ich eventuell hier unten einsammeln. WTF? Ah, ich habe eine Idee. Wir gehen hier rum und dann von oben einmal runter und jetzt nach oben durch. So. Da oben ist noch geschlossen, sieht man, wie wir sehen. Dann gehen wir hier runter. Da scheint was zu sein. Da gehen wir mal hin. Und wir haben hier Doppellinien, dachte ich mir doch. Und dann schwarzer Punkt dazu. Also es wird auf jeden Fall spannend. Das kriegt man da jetzt aber gar nicht ganz schnell hin. Das ist schnell gemacht. Hier können wir einmal hier rum. Dann da. So, einmal zurück, dass wir den bekommen. Einmal nach außen und wieder zusammen. Was zur... What the hell? Ach du Scheiße. Ja gut, alles klar. Wir sammeln uns mal oben die Punkte ein. So. Jetzt müssen wir runter, müssen wir den schnappen. Fuck, das... Wir nehmen uns den, gehen einmal einen Schritt zurück, gehen jetzt nach unten. Und jetzt müssen wir wieder nach oben. Hier reicht. So, alles klar. Alles klar, wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Also sprich, wir können jetzt nicht einfach so machen. Wir müssen die Dinger alle einsammeln. Den müssen wir auf jeden Fall mit der Linie von hier unten holen. Die restlichen versuche ich jetzt erstmal alle so zu bekommen. Also sprich, wenn ich hier entlang gehe, den einschnappe, den... Ja, guck mal. Perfekt. So, die Linie leuchtet jetzt in so einem Türkiston.
Den mag ich übrigens. Den hatte ich mal als Tinte früher in der Schule. Da habe ich mir immer so ein Türkis-Tinten-Zeug geholt. Leuchtet da auch in der Farbe. So, was haben wir denn hier? Ach, du Scheiß, zwei verschiedene Farben. Das wird lustig. Alles klar. Wir haben hier Türkis, wir haben da Gelb. Wir gehen einmal so hoch, runter und holen uns das alles mit. Dann das Ganze auch nochmal von. Haben wir immer Türkis? Ja, wir haben immer Türkis. Also, und. Du Scheibenkleister. Das sieht nach Gefahr aus. Machen wir so. Schön. What? Also hier muss ich mit Türkis rein. Hier jeweils mit Gelb. Warte, ich nehme Türkis und gehe einfach mal so rum. So. Ganz einfach. Hä? Ja, gut. Alles klar. Wir haben Türkis. Wir gehen uns erstmal den hier holen. Rennen jetzt einmal so zurück zum Schwarzen und versucht jetzt den Gelben noch zu bekommen. Das Ganze von hier aus gesehen müssen wir mit dem Gelben wahrscheinlich da oben rein. So, wir gehen mit dem Gelben hoch, 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 hoch. Nein, jetzt komme ich da in den Weg. Dann muss ich gucken, dass ich hier mit türkisen Ding bekomme. So. Da hoch. Dann den. Dann. Da hoch. Den schnappen. Den und den. Schön. Zwei Linien. Alles klar. Wir werden bunter. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt an dieser Tafel. Und da bin ich sehr gespannt, was jetzt passiert. Türkis ist hier bis da wahrscheinlich. Das nehme ich jetzt einfach mal. Jetzt müssen wir die gelben nehmen. Ein gelber ist da. Okay. Gehen wir einmal von außen rum. Gehen jetzt hier hoch. Haben wir den gelben. Das Gelb sieht irgendwie durchsichtig aus. Alles klar. Gehen jetzt hier mal weiter. Jetzt sammeln wir uns einfach die Türkisen noch ein und gehen zum Ziel. So. Sehen wir aus. Gelb Bereich hier. Hier türkiser Bereich. Ich gehe erst. Alter, das wird immer durchsichtiger. Was zum Fick? Alles klar, so, jetzt können wir uns die gelben auch so einsammeln. Ich hoffe, der verschwindet nicht ganz. Das wäre nicht cool. Das wäre gar nicht cool. Dann sehe ich ja gar nichts mehr. Alter, mit. Das Geräusch gehört. Alter Schwede, was war das? Egal, ich würde mal sagen, von da bis da Türkis. Und Alter, das wird immer durchsichtiger, Leute. Das wird gefährlich. Er ist ein Hai. Das da. Beziehungsweise das da. Was ist das? Ist das das Yin und Yang Zeichen oder was? Alter, leck mich am Arsch. Das sind die beiden Wurzeln, die sich spiegeln. Das sieht aus wie Yin und Yang. Also diese Fische mit den Punkten halt, ne? What the hell? Ich möchte trotzdem wissen, was der Knister. Da unten geht's ja noch weiter. Alles klar, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ja, okay, man sieht es noch. Minimal. Ganz minimal. Das haben wir auch abgeschlossen. Dann können wir mal hier weiter. Ich sehe nichts mehr. Die wollen was zum. Wir müssen jetzt umdenken. Wir müssen jetzt fucking umdenken. Sprich, ich jetzt hier runter und mache den Bogen. Und das Ding geht dann hier hoch. Also, wenn ich runtergehe, geht das Ding hoch. Also so. Ja, hab ich's getroffen. Perfekt. Ach du Scheiß.
Was zum wollt ihr mich verarschen? Also der Punkt befindet sich da. Ich versuche jetzt hiermit einmal so rumzugehen. Also, den gelben Punkt habe ich jetzt eingesammelt. Jetzt gehe ich auf den türkisen zu. Jetzt gehe ich weiter hoch. Trifft man sich denn? Ich würde mal sagen, das ist eine Linie, genau. Was knistert denn da die ganze Zeit? Nur gelb. Alles klar, gelb geht also hier runter, geht hier entlang, geht da und da. Sprich, wir müssen jetzt bis dahin gehen. Gehen jetzt einen hoch, gehen zwei zur Seite. Gehen jetzt einen wieder hoch. Jetzt haben wir den Punkt gegenüber jetzt, also den da eingesammelt. Der ist hier. Und jetzt müssen wir noch so eine Ecke gehen. Und jetzt sind wir im Ziel. Oben hat sich ein Tor geöffnet, perfekt. Aber ich möchte vorher gucken, was hier unten ist. Einmal unten herlaufen. Und wir beginnen hier. Nicht ernsthaft die Steine, oder? Ich gehe jetzt einfach mal über die Steine drüber. So eine Art Abbild von den Steinen machen. Ehrlich, das sind die Steine. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Alles klar. Wir müssen jetzt mit dem Stein im Wasser rechnen. Also dem Stein hier, der ist ja theoretisch auch hier hoch. Der geht ja auch bis oben hin. Also sprich, wir müssen jetzt einmal oben hin. Können wir jetzt auf Minimal, einen höher und nochmal ganz nach oben. Du Scheibenkleister, leck mich am Sack. Alter, die rechnen hier mit der Umwelt komplett. Du musst die Umwelt in diese Rätsel mit einbauen. Was zum Fick? Nee, oder? Ja, komm. Komm. Ja, alles klar, alles klar. Die machen sie auch ganz kompliziert hier. So. Es funktioniert auch noch. Es funktioniert auch noch, diese Scheiße. Ich gehe kaputt.